Lebensmittel einkaufen. Oskar geht einkaufen in einen großen Supermarkt. Seine Einkaufsliste ist lang. Er kauft sie das ganze Wochenende ein. Außerdem kommen Gäste, für die er kochen wird. Beim Obstregal kauft er verschiedene Früchte. Äpfel, Bananen, Erdbeeren und Kirschen wird er für den Nachtisch verwenden. Es gibt Obstsalat. Die Trauben verwendet er für die Vorspeise. Er möchte gerne kleine Spieße mit Käse und Trauben anbieten. Mit dem Gemüse kocht er eine Suppe. Dafür braucht er 1 Kilo Karotten, einige große Kartoffeln, 1 halbes Kilo Zwiebeln und verschiedene Pilze. Er findet Champignons und getrocknete Steinpilze. Diese eignen sich sehr gut für eine Suppe. Außerdem nimmt er grünen Salat und Tomaten mit für die zweite Vorspeise. Im ersten Kühlregal gibt es eine große Auswahl an Fleisch und Fisch. Oskar entscheidet sich für ein Huhn. Er kauft zusätzlich noch eine Packung Reis als Beilage zum Fleisch. Damit hat er bereits alles, was er für das Essen braucht. Er nimmt aber einiges mit, das ihm zu Hause fehlt. Einen großen Laib Brot, 1 halbes Kilo Salz, 1 Kilo Mehl und 2 Kilo Zucker findet er neben dem Kühlregal. Dort nimmt er auch eine Flasche Milch mit. Was ihm jetzt noch fehlt, Käse und 10 Eier. Die findet er auch im Kühlregal um die Ecke.